Ja, sorry, ich habe die Aufnahme leider abgestürzt, ich hab's nicht gesehen. Gleich eins aufs Maul. Diese paar 8 Minuten irgendwie gestoppt. Deswegen ist weiter schon gemacht. Ich habe hier Goldsachen bekommen. Goldingels und sowas. Ich habe hier so ein, wie heißt nicht, Spit irgendwas, Dinger, Spitbug habe ich hier. Ein Ding gelootet haben wir, das hier rausbekommen, sind Survival Shelter. Drinks und die MSS Axt und MSS Sword. Das ist irgendwie abgeschüttet, die Aufnahme bei OBS. Sorry. Kann ich auch mal zeigen. So ist dann, sieht das Ding hier aus. Ich habe leider keine Blöcke. Ich hab hier, ja, da. Sieht das Ding aus. Wir können es hier killen. Ja. Ist schon gelootet, jetzt komme ich nicht raus. Ey. Scheiße. Ich bin relativ nah am Spawn sogar. Ich weiß nicht, wann jetzt die Aufnahme genau abgestürzt ist. Ich war irgendwie so ein, am Berg oder so. Ich hoffe, dass die Aufnahme gespeichert wurde, sonst wäre das scheiße. Glaube aber schon. Oh Mann, ich hoffe, die wurde gespeichert, die Aufnahme. Ich vermute nicht. Zumindest hat die, dass sie beschädigt ist. Da muss ich mich neu starten, das wäre richtig scheiße. Ich hoffe, die kann man verwerten. Sonst wäre es richtig scheiße. Da muss ich mich neu starten. Da muss ich nicht unbedingt, aber dann fehlt euch halt der Anfang des Projekts noch, ne? Die ganze Erklärung. Und schön wäre das jetzt nicht. Was ist denn auf dieses Instant-Schalter hier? Also kann man nicht verwenden. Muss ich nochmal nachgoogeln. Vielleicht ist das auch schon 2 Jahre jetzt her. Achso, wer ist jetzt abgestürzt? Das habe ich auch noch nicht gehabt. Und jetzt mit Frozen-Aufnahme oder so. Hatte ich auch noch nicht, glaube ich. Oder vielleicht mal irgendwann schon mal. Also wenn Bella History noch nicht. Ob das dann mit meinem PC zusammenhängt, keine Ahnung. Vielleicht mit einer Driver Card oder so, keine Ahnung. So, hier ist eine schöne flache Welt. Kann man noch dazu so ein Chase Club noch finden. Ne? Und ich muss echt sagen, ich habe richtig Bock gerade zu zocken. Wow. Feuerwerk. Das ist der nächste. Ja, wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, wie man neue Mods habt, aber ich die noch nie vorgestellt habe, kann ich auch nicht runter schreiben. Wow, Leute, Idee. Muss mal gucken, ja. Was reinkommt hier? Ha. Hier. Kraken, okay, den Kraken. Oh. Ja, den spawn ich jetzt mal nicht. Das war ein bisschen heftig. Die können wir am Ende im Fall auch das Preis ein bisschen attackieren. Mit auch 1000 Leben oder so, glaube ich. Ich weiß, dass dieser Scheiß aufnimmt, hier läuft. Ich mache echt ein bisschen Sorgen, dass das Ding nicht verwertbar ist. Okay. Also eigentlich kann ich auch ein paar Tiere mal schlachten hier eigentlich, ne? Hier sind wie alle der Mond-Hit. Mit dem Schwert. Von daher, warum nicht ein bisschen Essen besorgen? Weil das mal Essen hier von den Schweinen und Kühen. Das wollen wir natürlich trotzdem. Und da sind glaube ich so ein paar Wespen aus also diesen Dingen da. Ich glaube, das ist nicht so interessant für uns. Was ich möchte jetzt noch ein bisschen Gold. Für die Äpfel. Nicht für die Äpfel. Sondern für das andere Ding im Projekt. Hier für Clocks, 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 für Uhren, genau. Ich werde das die
Toshinos craften können. Nämlich der Ofen richtig schnell. Das wird uns einiges erleichtern. Ui. Hi. Gucken. Spitzhacke, ne? Ist was Cooles, ja. Komm, muss ich gleich trotzdem mitnehmen. Dreh nach unten. Und raus hier. Den Loot. Gucken wir uns auch mal an. Upsi. Was habe ich denn bekommen? Ja, hier. Pintulip oder so. Oh, die Flower Pot, was haben wir denn hier? Poison's Ward. Auch nicht. Auch wenn ich, wenn wir das Assist Schwert haben. Aber wir haben Erde bekommen, das ist mir nicht schlecht. Selten, wenn ich mich so über Erde gefreut. Ich hab's dann irgendwie Holz irgendwie ja, mitnehmen können. Hm. Verdammt. So eine schöne Chance. Angegriffen von diesen Würmern. Sieh auch diese ganz großen Würmer, die sich ja durch die Erde fressen. Ich würde sagen, das ist erstmal gewesen mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf Projekte wie ich. Ich bin motiviert. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung bei mir, ne? Und würde ich sagen, das ist gewesen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Instagram und Twitter. Und tschüss.